Eine wunderschöne Mittagsstunde dürfen wir Ihnen ganz besonders heute wünschen bei uns im Vortragssaal 3 und Ihnen zu Hause, die Sie via Livestream mit dabei sind. Bestmesse steht für Beruf, Studium und Weiterbildung und damit ist auch das Hoch 3 erklärt. Dieses besondere Angebot gibt es in ganz Österreich jedes Jahr Anfang März hier in Wien und eben wie gesagt heute bereits der vierte und letzte Messetag. Das Angebot können Sie noch nutzen bis 17 Uhr. Gerne Platz nehmen, wenn Sie möchten, denn hier bekommen wir jetzt besondere Informationen von der Katharina Riesner. Sie sind von der österreichischen Hochschülerinnenschaft Bundesvertretung. Und zwar, was es alles für so Tücken gibt in Bezug auf Studium davor und beim Beginn. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und unsere Teilnehmerinnen, Teilnehmer hier oder Besucherinnen der Bestmesse bestens informieren. Bitte schön. Gerne. Also hallo, mein Name ist Katharina und ich bin von der ÖH, von der Maturantinnenberatung heute hier. Die ÖH ist die österreichische Hochschülerinnenschaft, die gesetzliche Interessensvertretung aller Studierenden in Österreich. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, dass wir den zukünftigen Studierenden und den Studierenden alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um gut ins Studium zu starten und auch später im Studium eine gute Zeit zu haben. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Also ich studiere heute im Masterstudium Politikwissenschaft und schreibe gerade meine Masterarbeit. Ich habe aber begonnen mit Philosophie und Psychologie vor einigen Jahren, das ist mittlerweile abgeschlossen und weil das alles noch zu langweilig ist, irgendwann mal Orientalistik begonnen zu studieren, mit der Hoffnung, eines Tages Arabisch sprechen zu können. Ich erzähle es deswegen, weil das alles hört sich wahrscheinlich sehr interessant an von außen. Es ist aber so, dass der Beginn und überhaupt das Starten ins Studium für mich doch relativ schwierig war, so wie für viele Studierende. Und der Zweck von diesem Vortrag ist, eben sich mit den Hürden, die einem vor dem Studium und während des Studiums begegnen können, sich auseinanderzusetzen und ganz wichtig zu wissen, wo man sich Unterstützung holen kann. Ja, das sind die idealen Faktoren, die einen bei der Studienwahl begleiten sollen. Man soll logischerweise was studieren, was einen wirklich interessiert und wo man wirklich sich gerne damit beschäftigt. Man soll auch was studieren, was einem liegt, was man kann, mit dem man sich auch gern beschäftigt und vielleicht auch schon einen Blick auf den möglichen Beruf wirft, den man vielleicht dann auch gerne ausübt. Auch ganz wesentlich sind die Inhalte des Studiums, also nicht jetzt was studieren, weil sich der Titel fancy anhört, das wäre ein bisschen zu wenig. Leider ist es aber auch so, dass sehr viele unbewusste Faktoren in diese Studienwahl mit reinspielen. Das sind zunächst einmal Vorurteile. Also ich habe Psychologie studiert und mir ist schon öfters begegnet, dieses Vorurteil, dass Leute Psychologie studieren, weil sie selbst diese Unterstützung benötigen würden. Das ist nicht so. Es ist aber auch so, dass eben Vorurteile im Sinne reinspielen wie, das Studium ist langweilig, das Studium ist zu schwer oder das Studium ist zu leicht. Das gibt es auch. Diese Vorurteile, die sind in einem drinnen. Die kommen vielleicht aus dem Umfeld, von der Familie, von den Lehrerinnen, ganz auch oft auch von Freundinnen und Freunden. Und es ist auch sehr oft, dass einem das Umfeld praktisch irgendwie sagt, so ja, du sollst das studieren, das liegt dir oder mit dem hast du später sicher einen Job. Auch nicht so die ideale Voraussetzung. Ganz oft spielt auch der Faktor Geld mit, eben dass man hört, studier das besser nicht, das ist zu teuer, das dauert zu lange oder du hast damit später keinen Job. Ja, und dann gibt es noch zwei Faktoren, die da auch mit reinspielen, an die man vielleicht jetzt nicht unbedingt denken würde, das ist mal die Gesundheit, wenn man vielleicht eine Form der Beeinträchtigung hat, dass man dann später vielleicht das Studium irgendwie darauf ausrichten muss, ob das dann auch vereinbar ist. Und auch das Geschlecht. Also da gibt es ja jede Menge Vorteile, denen man da begegnet im Laufe des Studiums und davor. Ja, und diese ganzen Faktoren, auch die idealen Faktoren und die, die ich jetzt genannt habe, die können eine gewisse Angst erzeugen und die ist auch gerechtfertigt, weil die Studienwahl ist ein großer Schritt. Also man startet dann ins Studium rein. Das ist was ganz Neues und ganz anders als die Schulzeit. Und diese Angst ist eben normal, aber man soll eben damit umgehen lernen und ganz wichtig, sich eben trotzdem den Mut bewahren und die Neugierde. Weil das ist nämlich euer Leben und ihr sollt die Entscheidung treffen, die euch liegt und das studieren, was euch wirklich Freude bereitet und wo ihr Interesse habt. Leider gibt es eben, wie gesagt, diese Hürden, die da auftreten können. Und im Folgenden schauen wir uns mal 5 große Hürden an, die da eben vorhanden sein können. Ganz zu Beginn ist mal der Faktor Zulassung. Also es gibt doch relativ viele Studierende, immerhin 10%, die ein Studium beginnen, ohne jetzt eine Matura zu haben oder eine andere Form der Reifeprüfung. Das ist einfach ganz einfach deswegen, weil sie vielleicht eine Lehre absolviert haben, eine andere Form der Ausbildung. Und in Österreich hat man da die Gelegenheit, eben mit Hilfe der Studienberechtigungsprüfung oder mit Hilfe der Berufsreifeprüfung ins Studium starten zu können, ohne größere Hürden.
Wenn ihr dazu Fragen habt oder euch das irgendwie betrifft, könnt ihr gerne bei uns am Stand vorbeischauen. Das ist in der Koje A01. Und mein Kollege, der Ro, der hat selbst die Studienberechtigungsprüfung absolviert und kann da jede Menge Fragen dazu beantworten. Ein anderer Faktor sind Geschlechtsunterschiede. Also ihr habt es sicher schon mal gehört, gerade die Mädels, dass eben dieser Vorteil vorhanden ist, dass Frauen weniger geeignet seien für mathematische Studiengänge oder für technische Studiengänge. Mit dem wird man leider oft konfrontiert. Das ist ja wirklich ein Stereotyp, also dem ist nicht so. Und Mädels sind genauso gut dafür geeignet, Mathematik zu studieren oder Technik. Andererseits sind aber auch die Burschen mit diesen Vorteilen konfrontiert. Also sehr oft hört man ja so, ja, Soziales, Pädagogisches, das ist jetzt nicht so ideal für die Burschen, weil das liegt denen jetzt so. Also der Herr ist, glaube ich, das Gegenbeispiel dazu. Der hat sich nämlich entschieden, mit 30 Hebamme zu studieren. Dafür muss man auch studieren übrigens. Und er ist mittlerweile die erste männliche Hebamme Österreichs. Also vielleicht gibt es ein bisschen Mut. Wo kann man sich jetzt Unterstützung holen in diesem Fall? Also ganz bekannt ist eben Frauen in die Technik. Die sind heute auch auf der Bestmesse hier. Die versuchen eben mit Hilfe von Workshops Mädels dafür zu begeistern, Mathematik und technische Studienrichtungen zu studieren. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man glaubt, man hat zu wenig Vorwissen, dass man sich mit Mentorings und Tutorien dann Wissen noch aneignet. Es gibt aber auch noch zusätzliche Referate, die sich damit beschäftigen und Brückenkurse. Und für die Burschen gibt es den sogenannten Boys Day, mit dem versucht man eben die Burschen dazu zu motivieren, später dann auch eine soziale oder pädagogische Studienrichtung zu beginnen. Die sind auch auf der Best übrigens. Ja, was gibt es noch? Es gibt Beeinträchtigungen, die ihn vielleicht bei der Studienwahl beeinflussen können. Am meisten verbreitet sind da psychische Beeinträchtigungen oder chronisch-somatische Beeinträchtigungen. Das sind insgesamt 50% der Formen der Beeinträchtigung. Und ja, vielleicht ist jemand dabei, der sich da auf dieser Liste wiederfindet. Tatsächlich sind es nämlich über alle Studienrichtungen gerechnet und alle Unis 12%, die das betrifft. Und das sind immerhin jeder 10. Studierende. Das heißt, ihr seid nicht allein. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch für die übrigen Studierenden, das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass vielleicht nicht jeder so gut einem Vortrag folgen kann oder dass man vielleicht auch mit Mitschriften aushilft, je nachdem. Wo kann man sich in diesem Fall dann Unterstützung holen? Also es ist so, dass es an jeder Hochschule einen Behindertenbeauftragten geben sollte. Der ist dann die Ansprechstelle bei körperlichen und psychischen Erkrankungen, bei Problemen, die eben auftreten mit Sehen, Hören oder Motorik. Und auch bei chronischen Erkrankungen. Also ganz wichtig, dort einmal mit denen Kontakt aufzunehmen. Es gibt auch ein Referat an der ÖH, das sich beschäftigt mit der Barrierefreiheit. Also einfach mit dem kurz schließen und wirklich um Unterstützung bitten. Es ist so, dass das Studium im Großen und Ganzen sehr viel Freude bereiten kann. Es ist aber ab und an auch ziemlich fordernd und kann sehr viele Studierende auch leicht verzweifeln lassen. In diesem Fall ist es wichtig zu wissen, dass man auch nicht alleine ist. Es gibt nämlich die psychologische Studierendenberatung, die unterstützt anonym und kostenlos, zum Beispiel wenn man Prüfungsangst hat, wenn man Stress hat im Studium. Ganz wichtig, geht es dorthin und holt euch Unterstützung, ist wirklich kein Problem. Und vielleicht auch interessant zu wissen, die psychologische Studierendenberatung bietet auch kostenlose Studienwahltests an. Kann man wirklich das ganz genau ausprobieren und mal schauen, was liegt einem eigentlich, wenn man noch sehr planlos ist bei der Studienwahl. Die sind heute auch auf der Best, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt. Ja, dann gibt es noch die nächste Hürde, das sind sogenannte First Generation Students bzw. Arbeiterkinder. Es ist in Österreich leider so, dass die Bildung noch immer sehr stark vererbt wird. Das soll heißen, dass wenn die Eltern studiert haben, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass auch die Kinder studieren. Und umgekehrt, also wenn die Eltern nicht studiert haben, dass die Kinder eher nicht studieren gehen. Woran könnte das liegen? Also einerseits mal daran, dass innerhalb der Familie, wenn schon jemand studiert hat, ist eine gewisse Vorbildwirkung vorhanden, aber auch ein gewisser Druck, vielleicht dann später auch studieren zu müssen. Und umgekehrt ist es vielleicht, wenn man aus einer Familie kommt, in der noch niemand studiert hat, ist es nicht so naheliegend, ein Studium zu beginnen. Es ist so, dass wenn man eben davon betroffen ist, dann eben aus einer Familie kommt, wo noch niemand studiert hat, vielleicht das Verständnis nicht so hoch ist, auch studieren zu wollen, beziehungsweise es auch gewissermaßen an Unterstützung mangeln kann und dadurch eben der Einstieg ins Studium leicht erschwert werden kann. Das soll aber niemand davon abhalten. Es ist ganz wichtig, dass man sich dann Unterstützung holt. Wenn es nicht von den Eltern oder von der Familie kommt, kommt es von woanders. Und es sind beispielsweise bei der Arbeiterinnenkammer, gibt es Referate dafür. Die gibt es auch an der Uni Wien. Und ganz wichtig, Gleichgesinnte an der Uni zu treffen, kann sehr hilfreich sein.
Es ist ganz wichtig, nicht verzagen, sondern es als das tun, was euch interessiert. Ja, studieren und arbeiten. Also arbeiten ist für sehr viele Studierende ein wesentlicher Teil des Lebens. Die Frage ist, warum sollte man eigentlich arbeiten? Also arbeiten ist eine gute Idee, einfach dadurch, weil man Erfahrung sammelt und dann später einen leichteren Einstieg ins Berufsleben hat, durch Praktika zum Beispiel schon sehr viel über mögliche Arbeitsbereiche lernt und auch, egal was man macht, man hat einfach sehr viel Erfahrung, die man da mitbekommt. Dann gibt es aber sehr viele Studierende, für die das Arbeiten ein Muss ist, einfach weil sie das Geld benötigen. Und es sind immerhin fast 2/3 aller Studierenden, die arbeiten gehen müssen und manche sogar Vollzeit, wie man das sieht. Wichtig ist aber zu wissen, dass es gibt in Österreich verschiedene Beihilfen, also die Studienbeihilfe, Familienbeihilfe, die einem zusteht und die man auch beantragen kann. Und es gibt zusätzlich eben auch noch von der ÖH die Sozialberatung, die euch da unterstützt, wenn ihr Fragen habt. Und wir haben auch eine tolle Broschüre dazu bei uns am Stand, wenn da Interesse besteht. Ja, das waren jetzt relativ viele Infos von mir. Jetzt kommen noch mehr Informationen, nämlich die Studienplattform. Ich habe ja ganz am Anfang vom Vortrag erwähnt, dass man sich mal mit den Inhalten des Studiums auseinandersetzen soll, bevor man es beginnt. Das ist eine gute Idee. Dann ist oft die Frage, wo bekommt man da die Info dazu? Die Antwort ist auf der Studienplattform. Also die Studienplattform ist ein Google für alle Studienrichtungen in Österreich. Wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt immerhin 850 Bachelorstudiengänge, da verliert man leicht den Überblick. Und ihr findet eben auf dieser Plattform den Link zum Studienplan. Das ist so mehr oder weniger der Fahrplan fürs Studium. Da steht drinnen, welche Kurse und Vorlesungen euch später erwarten werden. Und da kann man auch sehen, ob das wirklich den Interessen und den Vorstellungen entspricht, die man hat. Ihr findet auf dieser Seite auch den Link zu Alle anders, alle gleich. Das ist eine Internetseite, die sich auch von der ÖH, die sich spezifisch eben mit dem Thema barrierefreien Studieren beschäftigt, wo es viele weitere Informationen und Links gibt. Also ganz gerne mal raufschauen. Auch sehr interessant, Studieren probieren. Also wie der Name schon sagt, da kann man Studieren probieren. Ihr könnt da mit Studierenden, die das Fach schon länger belegen, einfach mitgehen, eine Vorlesung besuchen. Einerseits ist das an der Uni möglich, aber auch an den Fachhochschulen. Und an der Fachhochschule ist es insofern interessant, als man da sonst nicht so leicht reinkommt. Also unbedingt ausprobieren, wenn ihr da Interesse habt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, dann jede Menge Fragen zu stellen zum Studium. Und die wird euch dann auch fachgerecht beantwortet. Ja, das ist eigentlich auch schon fast das Ende meines Vortrags. Ganz wichtig, was ich euch mitgeben möchte. Nicht aufgeben, also die Studienwahl ist ein anstrengender Prozess und kann auch manchmal demotivierend sein. Aber man soll trotzdem den Mut nicht sinken lassen und einfach wirklich rausfinden, was einen interessiert und das dann auch zu studieren. Vielleicht noch ein kleines Zitat zum Abschluss von einem Nobelpreisträger, weil man muss es wissen. Ihr sollt das interessieren, was euch begeistert, wirklich dabei sein und neugierig bleiben und Interesse haben und dann kann man auch wirklich was weiterbringen im Studium und dann später auch im Job. In diesem Sinne, alles Gute für eure Studienwahl und solltet ihr noch Fragen haben, heute auf der Best in der Koje A01 oder gerne anrufen und E-Mail schreiben. Ja. Beziehungsweise jetzt gleich Fragen stellen, genau. Wer Fragen hat. Wir haben noch Zeit und würden das gerne gleich mitnehmen. Ich habe eine Frage und jetzt war ich eigentlich überrascht, dass so viele Studierende laut ihrer Erhebung tatsächlich arbeiten und davon sogar 11% in Vollzeit. Was versucht denn die österreichische Hochschülerinnenschaft, und Sie sind ja auch in der Bundesvertretung, dafür zu tun? Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das Angebot an den Universitäten ist ja kaum bis gar nicht berufsbegleitend oder ermöglichend organisiert. Also wie versucht man denn dahingehend sozusagen auch wachzurütteln? Ja, also wir versuchen immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben auch Studierende gibt, die arbeiten müssen. Innerhalb der Studienrichtungsvertretung, glaube ich, wird das auch oft erwähnt bei der Erstellung von Curricula, dass man eben schaut, dass die Vorlesungen jetzt nicht primär am Vormittag sind, sondern auch am Nachmittag angeboten werden. Es gibt an der ÖH auch die Sozialberatung, auf die ich vorhin hingewiesen habe, wenn man in die Richtung eben Fragen hat, gerade zu arbeiten und studieren, da fallen manchmal steuerrechtliche Fragen an, dann ist man dort richtig. Und es ist auch wichtig zu erwähnen, die Fachhochschulstudiengänge sind auch sehr oft, dass sie berufsbegleitend angeboten werden. Also gibt es durchaus auch Möglichkeiten, das zu kombinieren. Genau, das ist aber für viele Studierende sozusagen auch mit ein Grund, warum sie nicht an die Universität gehen, ja. Weil es eben berufsbegleitend an FHs ermöglicht wird und an den Universitäten nicht, ist tatsächlich oft so das Knockout-Kriterium auch dafür. Eine andere Frage, Sie haben erzählt, Sie haben Psychologie
studiert, ja. Und dann noch einmal, welches weitere Studium haben Sie dann gemacht? Ja, also ich habe im ersten Jahr Philosophie eigentlich begonnen zu studieren, nach einem Jahr draufgekommen, dass Psychologie auch ziemlich spannend ist und mit dem dann weiter studiert. Also ich habe beide dann parallel studiert praktisch. Okay, Sie haben es auch erwähnt, über 800 allein Bachelorstudien gibt es in Österreich. Wenn Sie hier schauen, wir haben eben viele Jugendliche, die sich umschauen, wenn sie ein Studium sozusagen für sich als den Weg sehen nach der Matura. Es gibt ja ganz viele Wege, man kann auch später studieren. Vielleicht gibt es auch Eltern dort, wo die Mama und die Tochter oder der Papa und die Tochter beide sich um ein Studium schauen. Wie sollen wir denn diesen letzten Tag aus Ihrer Sicht heute nützen auf der Bestmesse? Ja, am besten mal schauen, vorsortieren und vielleicht die Broschüre vorher mal anschauen, welche Aussteller sind da, welche Unis und Fachhochschulen, und dann auch überlegen, wo sind die eigenen Interessen, wo könnte es einen hinziehen, und dann wirklich gezielt dorthin gehen und auch Fragen stellen. Also nicht ganz blind hingehen, sondern vielleicht ein bisschen vorsortieren und auch aufmerksam bleiben, schauen, was gibt es noch. Sie haben uns ganz viel gesagt, also sozusagen oder erzählt, eben welche Hürden es geben kann, wie zum Beispiel eben, wie gesagt, wenn man als Erste in einer Familie studiert, war das in Ihrem Fall auch so? Oder? Ja, war auch so. War auch so. Können Sie uns noch vielleicht berichten, das hört man eher seltener, also jemand, der sozusagen als Erste in einer Familie studieren beginnt, warum ist das eine besondere Phase, in der man sich befindet? Also ich habe Gott sei Dank von meinen Eltern sehr viel Unterstützung erfahren. Es ist aber so, es ist trotzdem was ganz Neues. Also es ist meistens nicht so das Verständnis dafür vorhanden, dass man an der Uni eine Vorlesung am Abend hat oder am Vormittag oder so. Es ist ja was ganz Neues. Also die Uni ist eine ganz andere Welt, mehr oder weniger, einfach weil es, wie man sich wo anmeldet, ist kompliziert. Wo holt man sich die Informationen? Also ich habe nicht gewusst, dass die Maturantin eine Beratung gibt und bin deswegen wahrscheinlich heute auch hier. Also es ist einfach wichtig, dass man sich mal damit informiert, was gibt es. Und ich glaube auch, dass man das wahrscheinlich weniger mitbekommt, wenn die Eltern nicht studiert haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie einen vielleicht weniger unterstützen, sondern die Unterstützung schaut dann anders aus. Ja. Können Sie uns sagen, haben Sie immer schon gewusst, das möchte ich studieren? Oder waren Sie auch in so einem schwierigen Entscheidungsfindungsprozess? Ja, also ich habe mit 8 schon gewusst, dass ich studieren möchte, aber ich habe nie gewusst, was ich studieren möchte. Es war ein schwieriger Entscheidungsprozess, das schon, aber bin eigentlich mit allem, was ich begonnen habe und so, habe überall was mitgenommen, was mich interessiert, und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wo ich angekommen bin. Aber es ist trotzdem, wenn man dann auszieht von zu Hause, in eine ganz andere Stadt kommt, ist es schwierig am Anfang, und da ist es wichtig, wirklich durchzuhalten und dann auch dran zu bleiben. Danke vielmals für diesen schönen Hinweis auch. Und es ist sicher was, wenn man sozusagen in Bewegung bleibt, dann kommen diese Dinge auch in Bewegung, und dann wird es auch klarer. Von dieser großen Auswahl, die es gibt, sozusagen wird von einem großen Sieb, wird es immer kleiner, und dann wird es eben klarer und man kann eine Entscheidung treffen. Zumal, und so wie Sie ja gesagt haben, man nimmt immer aus einem Weg was mit, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick oder rückblickend ein Umweg war, aber man bekommt auf diesem Weg ganz sicher ganz viele Lerngeschenke mit. Wenn Sie Lehrerin oder Lehrer werden möchten, dann dürfen wir Ihnen hier heute weiterhelfen oder Sie zumindest informieren. Und um 12.40 Uhr dürfen wir Ihnen vorstellen, das Berufsbild der Pädagogin und des Pädagogen, der Lehrerin. Die Pädagogische Hochschule Niederösterreich haben wir zu Gast. Es gibt ja eine neue Ausbildungsschiene, die Bachelorstudium, die bei den Lehrerinnen und Lehrern dauert 8 Semester, also 4 Jahre mit einem Masterstudium drauf. Also wie gesagt, wenn Sie dieses Ziel haben, dann gerne sitzen bleiben oder wiederkommen. Um 12.40 Uhr starten wir hier. Bei Ihnen bedanken wir uns, liebe Katharina Riesinger. Sie sind jetzt bei der Masterarbeit schreiben. Ja. Wünschen toi, 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 und danke schön für Ihre Information. Danke, gerne.